Und willkommen zurück bei Simon the Sorcerer. Ja, ich weiß, es wird schon spät, aber es ist nie zu spät, um anderen Mitmenschen zu helfen. So, in der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben vor, ne? Bewumba, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier dabei gewesen, eine Rettungsaktion in Richtung Ballon zu starten. Oh, Ballon, den nehmen wir mal mit. Da bleibt mal. Aha. So, jetzt Ballon. Ja, okay, also wir schnappen uns jetzt diesen Es Ballon. würde dem kleinen Jungen das Herz brechen, wenn ich den Ballon nehmen würde. Ja, aber du musst ihn doch irgendwie. Hallo? Verschieben? Ich meine, das damit? Ich möchte mich nicht unnötig verausgaben. Hä? Ich muss. Du, also. Wie soll ich jetzt den Ballon da runterkriegen? Tragen den Ballon? Du glaubst nicht wirklich, dass das funktioniert, oder? Gib Ballon an Jungen. Hey, Kleiner, Ach möchtest so. du den Ballon haben? Eine richtig kleine Quasselstrippe. Ja, du vor allem. Ich werte das als ein Ja. Okay, gibt's ihn jetzt? Ja. Nimm dich in Acht, Mach's Phileas gut. Fogg! Okay, jetzt haben wir also den kleinen Jungen mal wieder in die Lüfte verholfen. Das ist auch nicht schlecht. Und wir haben eine Muschel. Ein Einfamilienhaus für Meeresbewohner. Ach, das ist aber schön. Gibt's hier noch irgendwas in diesem. Ui. Wer sind Sie denn? Ein dicker Hund. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Hallo, Herr Hund. Können wir nach unten gehen? Geht das? Ja, wir gehen uns nach unten. Vor dem Hund habe ich Angst. Coffee Open Hund. Okay, also das hier scheint ein Café für, ne? Behaarte Vierbeiner zu sein. Hallo? Geh weiter. So. Und mal gucken, wo wir denn. Was? Limbo? Ach, ich möchte aber. Den hatte ich jetzt erst für eine Blume gehalten, aber irgendwie ist es dann doch ein Dealer gewesen, ne? Und eine Pfeife liegt da rum und glänzt so schön. Hey, Mann! Ach. Hallo! Brauchst du irgendwas, Mann? Ich glaube, ich bräuchte mal. Nicht diesen Anzug. Nein, ich glaube nicht. Ich will nicht aussehen wie ein Primelchen. Ja, eigentlich sieht es eher aus wie eine Lilie oder so, ne? Jo, was geht, Mann? Was hängt? Cool, Mann. Oh ne. Ich glaube nicht, dass wir reden sollten. Und was? Mal gucken. Und was? Oh, vergiss es. Merkwürdiger Typ. Okay, den wollte ich gar nicht sowieso in der Richtung anquatschen. Ich nehme mal die Pfeife mit. Das kann unter Umständen hilfreich sein. Ich glaube, das ist eine Hundepfeife. Aha. Und jetzt pfeifen, kommt der Hund an und frisst den Dealer auf oder so? Na gut, probieren wir später aus. Ich gucke erstmal, wo wir hinkommen. Warum ist die ganze Karte vollgestopft mit irgendwelchen komischen Gestalten? Treten Sie näher, jeder darf es hier besuchen. Halt die Schnauze. Typ, Preisrichter. Treten Sie Ja, näher, oh. jeder darf es hier Ja, besuchen. was denn, was denn? Entschuldigung? Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen? Tut mir leid, möchten Sie teilnehmen? Oh Gott, erst brüllt uns die Ohren voll und jetzt sollen wir noch irgendwas machen. Ein Räumer? Wir fragen erstmal, was wir machen müssen. Mal sehen, der Rekord liegt bei 10 Zentimetern. Vermutlich dumm in ein Loch gucken und sehen, wie tief man gucken kann. Was muss ich machen? Es ist ganz einfach. Sie müssen nur unter diesem Stab hindurch, ohne den Boden zu berühren. Ich muss darunter hindurch fliegen? Außer mit Ihren Füßen, selbstverständlich. Ach so, na dann. Ach so, das ist also dieser ultimative Limbo-Wettbewerb und die Preistafel sagt uns. Treten Sie näher! Der Rekord, den es zu schlagen gilt, liegt bei 10 Zentimeter. Okay, aber da hat ja einer Da doch möchte noch gebuddelt. jemand an Oh, halt unserem die Limbo-Wettbewerb Schnauze! teilnehmen? Bla bla bla.
Entschuldigung? Ja? Was ist das hier? Fragen Sie den Mann mit dem Megafon. Ich überwache nur die Stange. Na gut. Treten Sie näher, jeder darf es hier versuchen. Können wir das jetzt eigentlich versuchen? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber... Wer möchte noch jemanden ja, oh, ja, bla bla bla, halt die Schnauze, Mann, solche Leute mit dem Megafon gehen mir auf die Ketten. Entschuldigung? Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen? Ich kann Marktschreier auch nicht leiden. Tut mir leid, möchten Sie teilnehmen? Na schön. Na schön. Na gut, dann los! Ja, wir können das. Irgendwie. Jeder kann teilnehmen. Kommen Sie und gewinnen Sie! Wir können ja auch nichts anklicken, ne? Treten Sie näher, jeder darf es hier versuchen. Was ist denn das für ein Quatsch? Irgendwas schon anklicken kann, dieser blöde Typ. Drei Kieselsteine für jeden, der 10 cm schafft. Ja, ich kann mit dem auch nicht mehr reden. Was soll man denn hier machen, Herrgott? Drei Kieselsteine für jeden, der 10 cm schafft. Soll ich die Anzeigetafel nochmal angucken oder was? Oder wie oder wo? Der Rekord, den es zu schlagen gilt, liegt bei 10 cm. Tja. Gewinnen Sie halt die Schnauze, ich will nicht mehr. Indem Sie unter den Stangen durchlaufen und den Weltrekord von Ja, bla bla. Ich guck mal, ob es hier oben lang geht. Da ist schon wieder so eine Art Creeper-Gesicht, ne? Oh, der geht sogar lang. Nee, noch so eine verzweigte Gegend, ich kenne mich doch hier nicht aus. Warte mal. Das ist Prometheus. Das ist ein Totenkopf. Das ist eine Foltermaschine. Aha. Und das sind höllische Abgründe. Okay, alles da, alles hier. Dann ist ja gut. Wir reden mal mit dem Herrn. Oder gucken wir uns erstmal an. Wir gucken uns erstmal an den Herrn. Hallo. Er ist auf den Felsen gebunden. Ja, das scheint fast so. Hey! Hey Mann, wo hängt's denn? Haha, sehr lustig. Eine bizarre Entspannungstherapie. Naja, im Vergleich zu manch anderen Beschäftigungen kann das relativ entspannend sein. So, was machst du denn da überhaupt? Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ein eingeborenes Ritual? Eine Bestrafung für irgendwas? Also ich würde sagen, das Prometheus und da wird halt für den Diebstahl des Feuers bestraft, ne? Ist das eine Bestrafung für irgendetwas? So eine Art, ja. Ich werde gefoltert. Es sieht doch gar nicht so schlimm aus. Der Generator ist kaputt. Wir warten immer noch auf den Reparaturdienst vom Festland. Warum hat man dich dafür gebunden? Wir fragen erstmal, was überhaupt sein Vergehen ist. Bevor wir hier irgendwas machen, wäre vielleicht mal sinnvoll. Warum hat man dich dort festgebunden? Ich bin gerade damit dran. Hä? Was nützt eine teure Foltermaschine, wenn niemand etwas anstellt, was eine Strafe verdient? Keine Ahnung. Also, jeder ist mal mit Folter an der Reihe. Sonst wäre dieses Gerät doch reine Geldverschwendung. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das nun zurückgeblieben oder fortschrittlich finden soll. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Adventure Logik. Na egal, wir gucken uns mal die Maschinerie hier an, was die da so zum Thema meint. Man kann diese Eingeborenen nur bewundern. Wenn es um Foltern geht, sind sie unglaublich einfallsreich. Können wir damit irgendwas machen? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Ja, bla bla. Ignoriere mich nur. Ich will, dass du da lang gehst. Was ist denn das hier? Generator, Schild, Generator. Hä? Na egal, wir befragen mal das Schild. Da steht, dass dies ein Elektrizitätsgenerator ist. Ach, das muss ich extra dran schreiben und okay. Was macht Ihm der? Ihm scheint irgendwie der Antrieb zu fehlen. Ich schätze mal, das ist alles eins.
und ihm fehlt irgendwie der Antrieb. Vielleicht können wir den Hund da reinsetzen. Ich meine, wäre zwar eine doofe Idee, aber vielleicht klappt es ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Passiert irgendwas? Nö, ne? Okay, es passiert rein gar nichts. Also hier müssen wir irgendwas Antriebsmäßiges besorgen. Aber was, das weiß ich auch noch nicht. 1000 Hamster oder so? Wie sinnlos die ganze Aktion ist. Sie können doch irgendwas Gescheites machen, wie, keine Ahnung, Jams anbauen oder so. Stattdessen kleben sie an irgendwelchen Felsen rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Können wir hier die Pfeife benutzen, in dem Screen? Warum läufst du immer weiter, du dumme Sau? Bleib doch mal stehen. Hier, Pfeife benutzen. Nö. Interessiert keinen, na gut. Weil das eine Hundepfeife ist, werden wir die wohl am Hund ausprobieren müssen. Da wird sich der Hund zwar hundeelend fühlen, aber zumindest sind wir mal auf den Hund gekommen. Schupp. Ich möchte nicht die Aufmerksamkeit des Hundes auf mich ziehen. Na, aber doch. Ach, warum hast du denn die Pfeife? Ich schätze mal, der Hund lässt uns auch nicht vorbei. So einfach. So, wir gehen mal hier hoch. Und hier so lang. Und hier so, und der Hund lässt uns nicht. Ich gehe nicht an diesem Hund vorbei. Er sieht bissig aus. War ja klar. Ach Mann. Ja, hier, das Queen ist auch so weit abgefrühstückt. Ein Holzstab. Und das sagt uns jetzt viel. Können wir hintergehen irgendwo? Nee, können wir nicht. Ein Holzstab. Da können wir uns zumindest vielleicht eine Schippe draus basteln. Nimm den mit. Ja, wo laufen sie denn? Wie zum Geier soll ich einen Höhleneingang aufheben? Okay, wusste ich jetzt nicht, dass da ein Höhleneingang ist, aber eigentlich solltest du einen Holzstab aufheben. Also ein Höhleneingang, das ist auch interessant, das kann man sich merken. Nicht nur eine Höhle, oh mein Gott. So, jetzt können wir nämlich benutzen das hier. Das macht keinen großen Sinn ohne Griff. Bla 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 bla. Gut, wunderschön, eine Schaufel. Ein Höhleneingang, aha. Sieht gar nicht aus wie ein Höhleneingang. Ach so, okay. Oh, ja, das ist ganz schön und hier steht eine Flasche. Vielleicht können wir die mit Milch füllen oder so. Lass mal angucken, nicht, dass irgendwas passiert. Das ist immer wichtig. Eine ganz normale Whiskyflasche. Ha. Na, wenn die ganz normal ist, nimm die mit. Ich wusste es. Wer zum Geier stört mich hier? Ich bin im Urlaub. Hast du nicht die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter gehört? Ach, Keine Ruhe. Ich finde einfach keine Ruhe. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Was hat deine Mutter denn gesagt? Nun, sie sagte, gehe niemals in den öffentlichen Dienst, Fred. Man wird dort nie in Frieden gelassen. Fred? Hast du ein Problem damit? Nein, 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 der Name ist schon okay. Gut, nun kann ich dir vielleicht irgendwie helfen. Wenn er nie auf seine Mutter gehört hat, warum weiß er dann, was sie gesagt hat? Ja. Na, auf jeden Fall, das ist also der Flaschengeist, den wir in der Stadt eigentlich erwartet hätten, in dieser einen Lampe, die wir für den blöden Stoffhändler rausholen sollten. Auf jeden Fall erwartet uns dieser lustige, schwebende Gesell jetzt hier in dieser Höhle. Und ja, drei Wünsche. Hey, das ist eigentlich cool. Was genau ist eigentlich ein Job? Naja, bestimmt stellt der, keine Ahnung, Steuerformulare aus oder so. Bist du ein Genie? Genie. Wird das so geschrieben? Keine Ahnung. Warum wohnst du in einer Whiskyflasche?
Na, das fragen wir ihn lieber mal in der nächsten Folge. Denn für diese Folge sage ich erstmal Tschüss.